Manche Personen nehmen sich unverschämterweise heraus, mit deinem Körper und deinen Gefühlen zu spielen. Sie sagen, ihm soll es nicht besser gehen als den anderen Personen und sie beschallen ihn mit Schallkanonen aus einer anderen Wohnung. Oder sie haben Stoffe, die dich allergisch reagieren lassen. Außerdem nehmen sich diese Personen heraus, dich auszuschließen aus der Gemeinschaft, wie sie es wollen. Denn die anderen Personen hören auf sie. Aber vielleicht willst du auch nicht mehr, seitdem du sie kennengelernt hast, mit ihnen etwas zu tun haben. Doch das verletzt ihr Ego und du musst mit Anfeindung von dieser Person rechnen. Es gibt Personen, die haben ein großes Ego und sie wollen, dass alle anderen Personen sich nach ihnen richten. Außerdem wollen sie die Wohngemeinschaft nach ihrem Willen ordnen und die Personen werden konditioniert nach ihrem Willen. Eine Person, die nach dem Willen des Alpha-Tieres sich angeblich gut verhält, wird nicht den Bestrafungen ausgesetzt. Bestrafungen wie Beschallung des Körpers oder unter Stoffe und Drogen gesetzt zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Das hört sich auch unglaublich an. Das ist aber vielen Personen aufgefallen. Eine Person aus dem Kreise, die sich aber angeblich schlecht verhalten hat, die werden gnadenlos bestraft von diesem Kollektiv. Doch es sind nicht die Gesetze des Landes und auch nicht die Regeln von vernünftigen Wesen, die diese Gemeinschaft antreibt und andere Personen so konditionieren, wie sie es für richtig halten. Es scheint eine sektenartige Gemeinschaft zu sein, eine Gemeinschaft, die keinen Widerspruch duldet. Es kommen die Personen unter die Aussätzigen dieser Gemeinschaft, die nicht ihren Anführern gehorchen und ihnen zu Willen sind. Erst veräppeln sie dich, passt du ihnen nicht und reagierst du nicht unterwürfig genug, dann wirst du konditioniert, wie beschrieben, und sollst ausziehen aus deiner Wohnung. Ansonsten wirst du bis auf den Tod bekämpft oder in den Tod getrieben. Dabei nehmen sie in Kauf, dass es dir immer schlecht geht, wenn sie dich bestrafen und sogar deinen Tod in Kauf nehmen. Sie haben einen sadistischen Charakter und ihre Bedürfnisse sind auch sadistischer Art.